So Leute, jetzt machen wir wieder ein Unboxing. Und zwar haben wir heute bekommen 2 RE442 von Rocco. So, dann schauen wir mal, was uns erwartet. So, der erste Kandidat. Heute sind es 2 Lokomotiven aus der Lokfamilie der RE4. Die 421, das ist die. Wir machen es am besten nacheinander. Oder nee, ich tue es erstmal alles raus. Einmal dieses Modell. 79408, das ist das Modell mit Zürich-München drauf. Das ist die blaue 421. Die werden wir uns gleich mal anschauen. Und dann als Pendant sozusagen von damals. Das ist ja Epoche 6 gewesen. Jetzt kommt das so eine ähnliche Maschine für die Epoche. Das ist die Epoche 4. Mit der Nummer 79406, auch Wechselstrom. Die hat ein TE-farbenes Kleid an, die 11251 der Schweizerischen Bundesbahn. So, jetzt schauen wir uns das mal an. So, packen wir erstmal die blaue Lok aus. So, schauen wir mal. Sehr wertig auch. Die Verpackung von Rocco ist immer noch sehr schön. Da ist das gute Stück. Gefällt mir sehr gut. Und auch auf den ersten Blick. Da ist wieder so eine Schale. Muss man ein bisschen aufpassen. So eine Schutzschale für die Pantographen. So, hier. Ja, das ist unsere Werbelok 421 in Blau. Für den Streckenabschnitt Zürich-München. Sechsmal täglich in 3,5 Stunden. Zürich-München, da steht hier auf der Zürich-Seite Grüezi. Und auf der München-Seite steht Servus. Sehr schön gemacht. Neu in 2021. Das ist schon eine sehr aktuelles Teil, Epoche 6 natürlich. Die Lok ist übrigens nicht nach München gefahren, nachdem die Strecke von zwischen Lindau und München elektrifiziert worden ist. Das hat der Astoro übernommen, der Triebwagenzug. Aber die Lok ist heute immer noch auf Schweizer Seite im Einsatz. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die ab und zu auch noch nach Lindau rüberfährt. Also die gefällt mir besonders gut. Sehr schön gemacht. Ja, da passen natürlich jetzt am besten die modernen EC-Wagen dazu und auch die Panoramawagen könnte ich mir ja gut vorstellen bei diesem Modell. Also das ist sehr, sehr schön. Schauen wir uns noch die Dachpartien an. Leicht brüniert. Wunderschönes Teil. Und natürlich haben wir hier eine kulissengeführte Kurzkupplung. Das ist auch sehr wichtig. Ja, da muss man ein bisschen noch hin und her wackeln, damit es auch ordentlich funktioniert. Da werden wir eh noch die Kupplungen tauschen. Ja. Ja, das passt alles hier wunderschön. Nee, ist wirklich ein schönes Teil.
Und da hat Rocco wirklich eine interessante Lok mal rausgebracht, die ich auf meiner Anlage auch sehr gut einsetzen kann. So, okay, dann schauen wir uns noch die zweite Lok an. So, das packen wir wieder zusammen. So, zusammen. Wir wollen ja hier kein Chaos hinterlassen. So, jetzt kommt die zweite Lok. Die dürfte ähnlich eingepackt sein. Ja, auch mit so einer Schale. Natürlich ein viel älteres Teil. So, wunderbar. Perfekt. So, nichts kassiert. Nein, passt alles. Ja, das ist jetzt eigentlich die gleiche Lok aus der gleichen Lokfamilie, bloß halt um viele, viele Jahrzehnte früher. Da wurde sie TE lackiert. Die 11251 Betriebsnummer. Ja, warum wurde die TE-Farben lackiert? Naja, die hat halt deutsche Züge übernommen an der Grenze und hat sie durch die Schweiz meistens nach Italien gezogen. Zum Beispiel der TE Roland. Aber sie wurde auch vor ganz normalen Regionalzügen eingesetzt. Also eine ganz normale Streckenlok. Also da sind wir auch ganz gespannt. So. Auch ein sehr schönes Modell. Hat auch eine Kurzkupplung, das ist für uns sehr wichtig. Die kulissengeführte Kurzkupplung. Weil sie soll ja 30 cm lange Wagen auch ziehen können, ohne dass dann irgendwas entgleist. Ja, wie auf sie sonst bin ich jetzt auch gespannt. Werden sie auch in Kürze auch vorstellen, die beiden Maschinen. Also wirklich sehr schön. Kann man gut verwenden. Auch übrigens eben vor Regionalzügen. Da werden wir sie wahrscheinlich auch präsentieren. Aber TE Roland und andere deutsche Intercity-Züge könnten wir auch dazu verwenden. Sehr schön. Ja. Hier steht Lausanne, oder? Lausanne. Ja, das ist Lausanne, ja. Lausanne. Also die ist auch sehr oft am Genfersee entlang gefahren. Ich habe es ja auch früher öfters dort mal gesehen. Vor allen möglichen Zügen. Auch vor französischen Schnellzugwagen. Vor deutschen, vor italienischen Wagen. Also wirklich schön. Ja, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, die Artikelnummern werde ich nochmal sagen. In der Bemerkung, in dem Titel werden die nochmal genannt. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und wir sind ganz gespannt auf die Fahrfilme mit diesen beiden schönen Maschinen. Einen schönen Tag wünsche ich euch noch und ciao und auf Wiedersehen und tschüss.